Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem True Crime Kanal. Wir beschäftigen uns heute mit einem der grausamsten Kriminalfälle in der Geschichte Portugals und zwar geht es um den Lissabon Ripper. Es handelt sich dabei um einen bis heute unidentifizierten Serienmörder. In den Jahren 1992 und 1993 begann er mindestens 3 Morde. Warum ich an der Stelle mindestens sage, werden wir uns im Laufe des Videos noch genauer anschauen. Den Namen Ripper gab man ihm deswegen, da seine Opfer Prostituierte waren. Sie wurden von ihm stets erwürgt und ausgeweidet und hatten auch andere Übereinstimmungen. So hießen zum Beispiel die 3 Opfer, die man ihm ganz sicher zuordnen kann, alle mit Vornamen Maria. Was sie auch gemeinsam haben, ist, dass keines der Opfer vergewaltigt worden ist. Da sich ähnliche Fälle in Belgien, Tschechien, Niederlanden und Dänemark ereignet haben, geht man davon aus, dass sich noch 7 weitere Morde auf seine Liste hinzufügen könnten. Wobei aber im Laufe der Ermittlungen immer wieder nicht klar war, ob das jetzt wirklich der Fall ist, ob das jetzt wirklich derselbe Täter sein könnte. Schauen wir uns das Ganze einfach in diesem Video jetzt genauer an. Sein erstes Opfer war 22 Jahre alt und am 31. Juli 1992 ermordet worden. Ihr Name war Maria Valentina. Ich hoffe, dass ich den Namen der Stadt jetzt richtig ausspreche. Gefunden wurde sie in einer großen Hütte in Povoa de Santo Adriao. Dort lag sie in ihrer eigenen Blutlache, man hatte sie erwürgt und einige ihrer inneren Organe entnommen. Sein zweites Opfer, Maria Fernanda, wurde 24 Jahre alt und am 27. Januar 1993 ermordet. Auch sie wurde in einer großen Hütte gefunden, und zwar in Entre Campos, von Eisenbahnbauarbeitern, die in der Nähe an einer Eisenbahnbrücke gearbeitet haben. Auch sie wurde erwürgt, ihr wurden innere Organe entfernt und zusätzlich wurden ihr die Brüste abgeschnitten. Das dritte Opfer hieß Maria Joao, wurde 24 Jahre alt und am 15. März 1993 ermordet. Man konnte später feststellen, dass sie eine Freundin des ersten Opfers war. Sie wurde im Umkreis deren Mordort gefunden. Und neben der Tatsache, dass sie erwürgt worden war, wurden ihr fast alle Organe entnommen, im Gegensatz zu den beiden ersten Opfern. Neben ihrem Vornamen teilten sie sich im Übrigen auch die Eigenschaft, dass sie alle 3 brünett waren. Ausgeweidet wurden sie mit einem scharfen Gegenstand, der kein Messer war. Man geht heutzutage, da es einfach in den Berichten immer wieder unterschiedliche Angaben gibt, entweder davon aus, dass er ein Skalpell verwendet hat oder eine Glasscherbe. Häufig heißt es auch, dass er eine Glasflasche zerdonnert hatte, um eine Glasscherbe zu haben und das zu tun, aber ich habe in den Berichten nichts gefunden, dass irgendwelche Spuren dieser Art gefunden worden wären. Als die Polizisten am Fundort des ersten Mordes eingetroffen waren, waren sie schockiert über die Brutalität der Vorgehensweise. Die Leiche wurde an einen erfahrenen medizinischen Prüfer übergeben und ich erlaube mir an der Stelle seinen Namen nicht zu nennen, denn ich habe es oft versucht, aber einfach nicht geschafft, ihn auszusprechen. Er behauptete, dass er in 30 Jahren Erfahrung bei 40.000 Autopsien noch nichts derartiges erlebt hatte. Obwohl nun während des restlichen Jahres 1992 zahlreiche Telefonanrufe eingegangen sind und anonyme Briefschreiben, konnten nicht genügend Hinweise und Beweise gesammelt werden, um irgendeinen Verdächtigen in den näheren Fokus rücken zu lassen, den man festnehmen und befragen konnte. Nachdem sich der zweite Mord ereignet hatte, wurden die Vergangenheiten der beiden Frauen näher analysiert. 6 Männer arbeiteten nun rund um die Uhr an diesem Fall. Es gab sogar mehrere Hinweise auf mögliche Verdächtige. Aber es fehlten ausreichend Beweise, um irgendetwas gegen einen von diesen tun zu können. Und nach dem Gesetz Portugals waren den Ermittlern sogar die Hände gebunden, sodass sie keinen dieser Männer befragen durften. Am Tatort des dritten Mordes wurden dann noch weniger Spuren gefunden als ohnehin schon. Der Gerichtsmediziner stellte durch die Untersuchung der Opfer ein Profil des Täters auf. Man ging davon aus, dass es sich um einen Einzelgänger handelte, der nichts mit den Opfern zu tun hatte, dass er sie vorher gar nicht gekannt hat und womöglich irgendwie zufällig ausgewählt hat, wobei das nicht dazu passt, dass er dann Personen auswählt, die alle gleich aussehen und denselben Vornamen haben. Also irgendwie muss er sie schon gekannt haben oder zumindest Informationen über sie haben. Aber er dürfte in seinem näheren Umfeld nichts mit ihnen zu tun gehabt haben, dürfte sie vorher nicht gekannt haben oder sie ihn nicht gekannt haben. Und man geht auch davon aus, dass er womöglich ein relativ arroganter, eingebildeter Typ ist, der sich sehr erhaben fühlt, da seine Verbrechen als nahezu perfekt angesehen werden konnten, aufgrund der fehlenden Beweise. Festgestellt wurde außerdem, dass die Opfer mit starken Schlägen auf den Kopf stets bewusstlos geschlagen worden sind. Die Ausweidung erfolgte dann bei lebendigem Leibe. Diese Vorgehensweise, zumindest dieses starke Schlagen,
schlagen, damit sie bewusstlos werden, muss der Täter irgendwie geübt haben. Denn es gab nicht zahlreiche Hämatome, die darauf hinwiesen, dass es mehrere Schläge gegeben hat. Es hat einfach ein, zwei gezielte Schläge auf den Kopf gegeben, dann waren die Opfer bewusstlos. Entfernt wurden stets Herz, Leber und Lunge, außer beim dritten Opfer, da wurden fast alle inneren Organe entfernt. Aber selbst hier wurden keine Spuren hinterlassen, die irgendwie brauchbar für die Ermittlungen gewesen wären. Das Gesicht der Opfer wurde stets intakt gehalten, das Blut wurde nie entfernt. Da es keine Zeugen gibt, die irgendetwas gesehen haben könnten, geht man davon aus, dass das Ganze immer nachts passiert ist. Später hieß es, dass mehrere Prostituierte angegeben hatten, dass sie die Opfer des Rippers weinen gehört haben, aber das war dann schon zu einem Zeitpunkt, wo man eben nicht mehr ganz so sicher sein konnte, wer hat etwas wirklich gehört oder wer sagt etwas nur, weil er eben Angst hat oder wer sagt etwas, weil er damit in Verbindung gebracht werden möchte und etwas Ruhm abstauben möchte. Soweit ich das gelesen habe, hat die Polizei diese Aussage nicht allzu viel Glauben geschenkt. Und sie haben keine Zeugen gehabt, die sie wirklich als ernstzunehmende Zeugen in ihrer Beweisaufnahme geführt hätten. Nun ist das Kriminalrecht in Portugal so gestaltet, dass Mord nach 15 Jahren verjährt. Finde ich absolut absurd, dass Mord überhaupt verjähren kann in diesem Land. Aber es ist leider so, und wenn man heute irgendwelche Hinweise haben würde, dann könnte man diese Person nicht einmal mehr festnehmen und dafür verurteilen. Und genau das ist leider auch passiert. Am 30. November 2011, 19 Jahre nach den Morden, gab es eine Spur auf einen möglichen Täter. Der 21-jährige Joel bewarb sich in einer Reality-Show namens Secret Story. Das ist eine Fernsehsendung, bei der mehrere Teilnehmer 10 Wochen lang miteinander in einem Haus leben. Jeder der Teilnehmer bewirbt sich mit einem großen Geheimnis und die anderen Teilnehmer müssen das im Rahmen dieser Serie erraten. Joel hat sich damit beworben zu behaupten, dass sein Vater der Lissabon Ripper wäre. Aber auch wenn sein Vater nicht mehr für die Verwicklung in diese 3 Morde vor Gericht gestellt werden konnte, so wurde er noch im selben Jahr verhaftet, weil der Verdacht bestand, dass er eine andere Frau ermordet hatte. Es ging dabei um eine Frau namens Philippa Ferreira. Außerdem wird ihm nachgesagt, dass er auch in Deutschland Personen ermordet haben soll. Ich habe hierzu allerdings keine genaueren Informationen gefunden. Es wurde nur nebenher in einem Reddit-Kommentar mal erwähnt. Das ist zu wenig stichfest, als dass ich an dieser Stelle dann wirklich Fakten dazu nennen könnte. Aber ihr seht, wie verworren und verschwommen alles um diesen Mann herum ist und man einfach nicht wirklich weiß, was genau er gemacht hat, ob er das wirklich getan hat. An mancher Stelle heißt es wieder, er hat diese Morde zugegeben. An anderer Stelle heißt es, es gab keine Übereinstimmungen. Ich habe nichts in offiziellen Berichterstattungen darüber gefunden, dass er das wirklich zugegeben hätte. Es bestand immer nur der Verdacht und sein Sohn war der derjenige, der das behauptet hatte. Es wurden nun sämtliche Fakten verglichen, die man von diesen 3 Morden hatte. Und aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel an einem der Fundorte ein Milchkarton vorhanden war, an dem man einen Handabdruck des Täters hatte, konnte man die DNA nun mit der von ihm vergleichen. Gab aber keine Übereinstimmung. 13 Monate befand sich José Guedes nun in Haft. Dann wurde er entlassen, weil es auch im Fall von Philippa keine Beweise gab, die ihn dingfest gemacht hätten. Kurz nachdem sich der 3. Mord in Portugal ereignet hatte, gab es auch eine andere Spur, bei der sogar das FBI in die Sache verwickelt gewesen ist. Es kamen Agenten nach Portugal und verglichen die Beweise, die sie hier fanden, mit einem Fall, der sich zu Hause in den USA ereignet hatte. Man wollte feststellen, ob es sich vielleicht um den New Bedford Highway Killer handelte. Der hatte eine nahezu identische Vorgehensweise an den Tag gelegt, verstümmelte seine Opfer allerdings nicht. 2 Jahre lang hatte dieser mehrere Frauen getötet. Man kann nicht einmal sagen, wie viele genau. Es gibt 11 Vermisstenfälle, die man ihm zuschreibt. Danach hörte das plötzlich auf. Und da diese Damen alle im Umkreis einer portugiesischen und kapverdischen Kolonie verschwunden sind, hatte man hier irgendwie Parallelen zueinander gefunden. Man ging zum Beispiel davon aus, dass derjenige, der diese Morde verursacht hatte, dann nach Portugal ausgewandert war. Aber auch im Nachhinein stimmen diese Informationen mit José nicht überein. Also wenn er wirklich derjenige gewesen sein sollte, dann war er zumindest nicht in den USA aktiv. Jahre später verglich man noch einmal diese 3 Morde, die sich in Portugal ereignet hatten, mit den anderen, die im Umkreis im europäischen Raum geschehen sind. Diese 7 weiteren Morde, die man ihm vielleicht zuschreibt. Auch hier konnten keine genauen Übereinstimmungen festgestellt werden, weshalb man heute davon ausgeht, dass es sich um verschiedene Mörder handelt. Da 2 dieser 3 Opfer HIV-positiv gewesen sind, geht man außerdem davon aus, dass er womöglich sich an einem Opfer angesteckt hat, diese dann
aus Wut getötet hat und deswegen dann eine Mordlust entwickelt hat, bei der er dann vorgegangen ist wie beim ersten Mal. Deswegen gab es womöglich auch so viele Parallelen. Dass es so plötzlich aufgehört hat, könnte daran liegen, dass er dann an seiner Krankheit erlegen ist, dass AIDS ausgebrochen ist und er daran gestorben ist. Wenn ihr mich fragt, erklärt sich das allerdings nicht automatisch, denn auch wenn die Übertragung vielleicht während dem Sex stattfindet und man dann einfach dieses Unwohlsein entwickelt, man weiß doch nicht sofort, dass man HIV-positiv ist. Möglicherweise hatte er Sex mit einer dieser Personen, die HIV-positiv war, hat sie sich dann später noch einmal gesucht und dann ermordet. Das würde gegen die Theorie sprechen, dass er die Opfer vorher nicht gekannt hat, aber wer weiß, worauf diese Behauptung fußt, dass er diese Opfer vorher nicht gekannt hat. Aufgrund der Tatsache, dass im Internet zumindest die Theorie weiter besteht, dass auch die 7 anderen Morde, die im europäischen Raum stattgefunden haben, ihm zuzuschreiben sind, gehen viele Leute davon aus, dass es sich um einen Trucker handelt. Aber auch hier würde dann die Erklärung fehlen, warum es dann aufgehört hat. Denn bis zum heutigen Tag, 30 Jahre später, hat sich dann kein weiterer Mord in dieser Art mehr ereignet. Ungeklärt bleibt es trotzdem. Genauso wie die Sache des New Bedford Highway Killers. So, meine Lieben, das war auch schon wieder das Video für heute. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr fandet es spannend. Lasst einen Like da, abonniert den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Und am nächsten Freitag um 12 Uhr kommt auch schon das nächste. Tschüss!